Ja, hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Patrick Modellbau. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Videofolge hier auf diesem Kanal. Und ja, ihr habt bestimmt schon am Titel erkannt, worum es in diesem Video heute geht. Gleich vier Ausgaben wollen wir uns heute annehmen von unserer Multifunktions-Titanic, die ja noch sehr frisch im deutschen Handel ist, aber wir sind ja schon ein Stückchen weiter. Und zwar wollen wir uns heute gleich vier Ausgaben annehmen, und zwar die Ausgaben 16 bis 19. Die nächste Lieferung hat sowohl meine Wenigkeit als auch Tobi erreicht, und wir werden uns das wie gewohnt aufteilen. Letztes Mal haben wir immer Doppelfolgen gemacht, weil genug Inhalt da war. Dieses Mal gar nicht so viel Inhalt, deswegen machen wir heute gleich eine Viererfolge. Die ersten zwei Ausgaben mache ich dann, sprich die Ausgaben 16, 17, und Tobi übernimmt dann gleich mit den Ausgaben 18 und 19. Ja, kurzer Stand der Dinge, was wir aktuell so haben. Wir haben unseren Rumpf schon letztes Mal gut verlängert, wie ihr sehen könnt. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Da wird es heute auch weitergehen. So viel kann ich schon mal sagen. Ausgabe 17, da bekommen wir hier ein neues Seitenteil damit für. Das wird es auf jeden Fall geben. Dann haben wir schon die Offiziersunterkünfte bekommen. Die sehen so aus. Dann ist schon mal der Schornstein provisorisch mit aufgesetzt. Das haben wir schon bekommen. Und ein weiteres Deck, das C-Deck, das vordere C-Deck, das haben wir hier auch schon soweit vorbereitet. Warum ist denn so ein scheiß Wetter heute? Mann. Naja, bestes Beispiel, um ja zu Hause zu basteln, oder? Wenn es draußen mistig ist, warum nicht? Ja, worum soll es heute gehen? Wir bekommen eine neue Aufbaute, die am Ende direkt hier rankommen wird. Und zwar ist das, ein neuer aufbauter Abschnitt. Und zwar muss man selber gucken, wie es heißt, wie sie schimpft. Das ist die erste Klasse Sporthalle und die erste Klasse Lobby. Die werden wir verbauen. Dazu auch mit Decksbelag und Details ausstatten. Das kommt. Und dann gehen wir weiter. Dann bekommen wir den zweiten Schornstein. Den werden wir zusammensetzen und noch diverse Details mit an beide Schornsteine mit anbringen. Das ist soweit der Plan für diese heutigen vier Ausgaben, ihr Lieben. Genau. Hauptsächlich Wasserleitungen, Dampfpfeife und so weiter. Sogar in der letzten Ausgabe. Das kommt alles mit dran. Ja, wenn ihr auch Interesse habt, das Modell zu bauen, könnt ihr das Modell natürlich aktuell im Zeitschriftenhandel euch ordern oder aber über die Webseite www.titanic-bauen.de, steht auch in der ersten Seite mit drin, da könnt ihr es finden oder auch in der Videobeschreibung, dann landet ihr direkt auf der entsprechenden Webseite und könnt dann das Modell abonnieren im Maßstab 1 zu 250, am Ende über 1,30 Meter lang. Gut, dann nehmen wir mal los mit den nächsten vier Ausgaben unserer Multifunktions-Titanic. Die Ausgaben 16 bis einschließlich am Ende Ausgabe 19. Viel Spaß! So, während es draußen weiter plätschert und ein nettes Hintergrundgeräusch ergibt, legen wir los mit Ausgabe 16 unserer Titanic. Da wollen wir weitermachen. Wir bekommen, wie ich gerade schon gesagt habe, eine neue Decksaufbaute mit dazu. Und zwar ist das, wie gerade schon gesagt, die erste Klasse, die wir hier haben. Und zwar die erste Klasse Sporthalle und die erste Klasse Lobby. Hier sehen wir schon die entsprechende, der entsprechende Ort, wo der zweite Schornstein kommen wird. Ansonsten hier rund oben natürlich diverse Fenster mit dabei. Hier noch eine Verbindung fürs nächste Deck. Nächsten Decksabschnitt hier. Und das Interieur übrigens wird eine LED-Platine mit eingesetzt, eingeklinkt, die das Ganze, den Innenraum übrigens beleuchten wird. Nur mal so schon zur Info. Ja, und dazu haben wir einen hölzernen Decksbelag. Ihr seht, aufgrund der Dünne dieses Abschnittes ist bei mir schon weggebrochen, der ganze Decksbelag hier in zwei Teile. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, muss ich was reklamieren, aber ja, ich glaube, das sollte am Ende dem Ganzen keinen Abbruch tun.
Also, dass das abgebrochen ist, wird dem Ganzen keinen Abbruch tun, glaube ich, denke ich, hoffe ich. Das ist auch direkt der erste Schritt. Wir sollen nämlich hier den Decksbelag aufkleben. Ich könnte mal sagen, ich mache erstmal den hier. Oder, nein, mach es mal andersrum. Ich nehme erstmal den großen Decksbelag hier. Kann ich den so abziehen? Vorsichtig natürlich. So. Und dann gucken wir mal, ob wir den richtig draufsetzen können. Natürlich wieder gucken auf die Löcher des Ganzen. Dass hier alle übereinander liegen. Ne, ungefähr so. Hier sieht man die ganzen Löcher, die jetzt schön frei liegen. So. Hier passt das schon mal. Dann können wir das schon mal entlang drücken. Und hier wollen wir mal gucken, dass es passt. Aber auch so kann man es gut festdrücken. Dann klebt der Decksbelag auch schon dran. Und dann gucken wir mal, ob das andere direkt daran legen können. Das wäre ideal, dann fällt das gar nicht auf, dass es weggebrochen ist. Ich denke mal, guck mal, das kann man so schön aneinander legen hier. Perfekt. Ist vielleicht sogar ein Ticken einfacher so. Perfekt. So fällt es keinem mehr auf, dass hier das mal weggebrochen war. Das wird keiner mehr erkennen. Also wunderbar. So, dann kommen jetzt noch ein paar Details drauf. Diese drei Lüfter, hier haben wir noch was Größeres. Das ist Teil 16D, ein größerer Lüfter. Den sollen wir nicht benutzen. Wir haben noch irgendwo anders einen rumliegen davon. Ja, sondern diese drei sollen wir benutzen. Erst diesen großen. Genau, 16C, das ist ein Schwanenhalslüfter. Der kommt hier auf diese beiden Löcher mit ran. Mit dem Schwanenhals nach innen. Und gegebenenfalls sollen wir Sekundenkleber nehmen, wenn es nicht auf Anhieb hält, aber das lässt sich gut und fest eindrücken, sodass es nicht mehr von alleine wegfliegen kann. Also von daher alles gar kein Problem. Dann sollen wir Teil 16a nehmen. Die sehen aber auch sehr identisch aus. Das ist der hier. Der soll als nächstes kommen. Der soll hier eingesetzt werden, in diese beiden Löcher. Ja, der geht gut rein, aber noch nicht zu 100%. Dann nehme ich dann doch ein bisschen Sekundenkleber. Nicht viel, da braucht man wirklich nicht viel für. Nur so ein Hauch, damit das Ganze besser hält. So. Setzen wir ran und dann kommt noch hier auf diese beiden Löcher genau an der Kante, wo es gebrochen war. Super. Dann das zweite Lüfterstück dazu, so wie das aussieht. Genau. Ist natürlich praktisch, weil dann sieht man erst recht die Kante nicht mehr. Ja, und der ist auch sehr locker. Er würde von Anhieb auf Anhieb, wenn ich jetzt bewegen würde, nicht rausfallen. Das heißt, wenn man es drehen würde komplett, dann vielleicht. Und das kommt hier rein. Die Hälse, kann man sagen, von den Lüftern. Die gehen auch dann in Richtung des Schornsteins. Ja, und das ist das quasi auch schon gewesen. Alles für Ausgabe Nummer 16. Dieser Lüfter, der wird mit höchster Wahrscheinlichkeit hier hinkommen. Ja, passt auch von der Form. Sollen wir aber jetzt aktuell noch nicht bearbeiten. Gut, dann können wir ihn zur Seite legen, beziehungsweise das Ganze zur Seite legen. Denn jetzt geht es in eine Ausgabe 17 und an den zweiten Schornstein. So, die Teile kommen uns ja schon bekannt. Die haben wir doch schon mal gehabt. Ausgabe 17 ist jetzt am Start. Und wir haben die ersten Teile vom zweiten Schornstein. Es sind noch nicht alle Teile, die wir gehabt haben beim letzten Mal, sondern wir brauchen noch ein paar mehr. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Filter und dieses kleine Element, diese Feder. Da sollen wir wieder zuallererst an ein Ende die Feder einmal in die Mitte reinstechen. Und dann durchdrücken, dass die Feder auf dem Filter liegt, wie jetzt jemand sehen kann. Und dann kommt der ganze Filter in den Wassertank mit rein. Mit der Feder nach unten. Das heißt, wir können es einstöpseln und wir sehen, der hat Widerstand. Beziehungsweise kann man den so, wenn man einmal drauf drückt, kriegt man den so natürlich auch gut wieder raus. Das haben wir und das ist auch schon alles, was wir damit tun sollen. Diese beiden Teile brauchen wir noch nicht. Hier ist das ist die Halterung für den Rauchgenerator. Der ist aber noch gar nicht hier. Das heißt, liegen lassen, genauso wie das hier. Das brauchen wir auch nicht. Wie ist es noch, dieser Ring? Das war Teil 17F, ein Kragen. Okay, den brauchen wir auch noch nicht. Aber später, heute noch auf jeden Fall. Und dann haben wir noch den Schornstein an sich.
Verzeihung, und das orangefarbene Verkleidungselement. Das wird hier wieder drüber gelegt. Da müssen wir wieder aufpassen, dass es richtig rum ist. Hier haben wir einen Schlitz, hier auch. Das heißt, das Ganze kommt so übereinander und wird dann wieder mit jeweils 3 Schrauben pro Seite verschraubt. Diese ganz kleinen, hauchzarten, silbernen Schrauben werden jetzt wieder zum Einsatz kommen. Ich mache das wieder auf einer Seite zuerst fest und dann auf der anderen Seite. Ich muss mal eben gucken, wo ich meinen ganz hauchzarten Schraubendreher habe, weil da brauche ich einen für, definitiv. Der ist sehr zart, auch der Schraubendreher. Aber ich habe so ein großes Sammelsurium hier an Schraubendrehern. Weil weg kann er nicht sein. Ah, ich sehe ihn schon. Da ist er, wo auch immer er mal war. Nehmen wir den mal. Und ja, dann können wir es ausrichten und dann die erste Schraube schon mal draufsetzen. Die kriegst du kaum zu fassen, die kleinen Schnuppis hier. Da brauche ich schon Hilfe. So. Und dann wird verschraubt. Und zwar einmal direkt neben dem Schlitz. Gucken, was übereinander liegt. So, da. Einmal hier. So, einmal. Dann kommt in dieses Loch das zweite Schräubchen. Gott, winzig. Hier. Das ist übrigens DP-Schrauben, wollte ich nochmal erwähnt haben. So, und am Rand. Hier oben die dritte für diese Seite. So, haben wir. Und jetzt kommt von der anderen Seite das Verkleidungsstück dazu. Da müssen wir ein bisschen drücken, damit das Ganze hält. Ich mache das erstmal in der Mitte fest, würde ich sagen. Auf der gleichen Höhe, genau. Ups, da muss ich ein bisschen mehr drücken. Sag mal so, wenn die erste Schraube drin ist, ist das nicht mehr so dramatisch. So. Ich glaube, ich habe getroffen. Sonst wird die Schraube ja schon wegfliegen. Dann können wir jetzt die anderen Schräubchen dazu nehmen. So, und hier unten noch eine letzte Schraube. Dann haben wir diese Verkleidung auch schon mit dran. Sitzt schon mal. Dann kann man sie ja festziehen. So, und damit haben wir die Verkleidung auch mit angesetzt. Alle Schrauben sitzen mit drin. An der Stelle mal eben gucken, ob die richtigen Löcher benutzt wurden. Ja, sieht so aus. Wunderbar. Ja, das war alles auch schon für die Ausgabe Nummer 17 und auch schon für meinen Teil für diese Videofolge. Die Teile legen wir uns zur Seite, brauchen wir gleich nochmal. Und ja, wie gesagt, für meinen Teil bin ich durch. Es geht jetzt weiter mit den Ausgaben 18 und 19. Der Rumpf wird weitergebaut. An dem Decksteil hier, an dieser Aufbaute wird noch ein bisschen was gemacht und es geht vor allem dann hier mit den Schornsteinen auch gleich weiter beim Tobi. Ja, ich übergebe an ihn und wünsche euch noch eine schöne Restdauer, mal ein schönes Restvideo auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos dann wieder. Viel Spaß mit Tobi und den Ausgaben 18, 19 von der Titanic und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ja, auch ich begrüße euch recht herzlich bei der Titanic und heiße euch herzlich willkommen mit der Ausgabe Nummer 18. So, in der 18 bekommen wir einen weiteren Rumpfabschnitt, und zwar Oberhaupt-Backbord-Rumpfabschnitt.
dann bekommen wir eine Kuppel. Die berühmte Kuppel im Saal. So, und noch eine Abdeckung. Eine Glasabdeckung. Und da fangen wir an. Gut, okay, wir bekommen noch AM, LM und MM Schrauben. So, und da fangen wir an, ihr Lieben. Wir nehmen uns zuerst die Kuppel und platzieren sie hier oben in unseren weiteren Decksabschnitt, was der liebe Patrick mit euch schon gemacht hat. Die drücken wir hier ein bisschen rein, wenn das geht oder auch nicht. Und dann soll hier die Abdeckung drauf. So, das Oberlicht wird auf den Kanten des Swirl-Aufbaus platziert. Wie es die Linie setzen Sie Oberteil auf, unten kleben Sie es noch nicht fest. Okay, also soll das dann später mal geklebt werden. Weil so hält es ja nicht, oder? Nee, es hält leider nicht. Aber wir sollen es noch nicht festkleben. Kleben Sie es noch nicht fest. Sichern Sie es vorübergehend mit einem schwachen Klebeband. Dann nehme ich hier mal ein bisschen Krepppapier. Das macht jedenfalls keinen Schaden und hinterlässt keine Kleberückstände. Dann schauen wir mal, wie wir das hier einfach mal ein bisschen fest tapen. Beziehungsweise rechts und links einfach nur Stücke zum Festmachen, so damit es halt nicht mehr abgeht. So, das haben wir erledigt. Sieht dann so aus, erste Mal. Und wir kommen zum Rumpfabschnitt. Wir haben ja schon ein bisschen was getan. Und hier, wo wir das letzte Mal was gemacht haben, soll dann natürlich auch hier ein Oberteil dran gesetzt werden. Da sehen wir die drei Löcher. Und hier die drei Löcher dafür. Schon mit Gewinde vorgearbeitet. Gucken mal, wie das hier so passt. Ein bisschen drücken. So, so und so. Und verschrauben es von innen drinne. Und zwar an die Unterseite sollen LM Schrauben. Die haben hier so eine schöne Unterlegscheibe mit dran vorgesehen. So, da suchen wir mal das Loch und verschrauben diese mit unserem wundervollen Werkzeug, was wir hier erhalten haben. Ich tue sie erstmal alle drei heften und ziehe sie dann gleichmäßig fest. Hier brauche ich kein Öl, kann man dazu sagen. Weil hier schon Gewinde vorgearbeitet ist. Ich weiß nicht, ob man das vorher schon gesehen hat, aber da ist schon Gewinde drin. Also brauche ich hier erstmal kein Öl zu verwenden. Wir heften die Schrauben mal an. Und mit der kürzeren Seite, mit dem längeren Hebel, tue ich sie dann nach und nach etwas fester ziehen. So, so und so. Da ist noch eine Windung mehr. So, die ziehen wir jetzt so fest. Hier brauchen wir ein bisschen längeren Hebel, damit sie auch. Huch, der abrutscht auch nochmal. Damit sie auch wirklich schön sitzen.
So, das haben wir erledigt. Blättern wir einmal um und mit unseren MM-Schrauben, die wir hier haben, die ganz großen, sollen hier zwei platziert werden. Da können wir hier gut durch den Rumpf wieder durch. Bin mal gespannt, ob das bei den anderen dann auch so schön funktioniert. Also können wir unser Werkzeug hier schön durchführen, so dass es geheftet ist. Einmal da. Ja, hier wird es nicht so ganz was. Dann machen wir das hier oben mal so. So, dann mit der kurzen Seite, da können wir hier schön festschrauben, damit das einen wunderschönen Übergang ergibt und nicht irgendwie später etwas zu sehen ist von dem Übergang. Übergang ist dann das hier gemeint, damit das alles schön anliegt. So, und jetzt haben wir noch eine Schraube. Oder? Zwei? Nein. Hier steht eins, und zwar eine AM, und die soll von oben her rein. Einmal da. Und wir verschrauben die AM-Schraube von oben. So, haben wir da zwei Schrauben. Da eine AM-Schraube. Und die drei Schrauben. So, und das war's mit Ausgabe Nummer 18. Dann hole ich schnell Ausgabe Nummer 19 raus und wir sehen uns gleich. So, meine Lieben, es geht an die Schornsteine. Ja, das habt ihr ja schon vorbereitet mit unserem lieben Patrick. Und da haben wir jetzt den zweiten Schornstein bekommen. Lauter Leitern hier. 19F nennt sich. Ja, Leitern. So, dann haben wir die guten Stücke hier. 19a, vordere Dampfleitungen haben wir erhalten. So, dann haben wir einen Raucherzeuger erhalten. Zwei von den Gittern für die Schornsteine, EP-Schrauben. Dann haben wir lauter solche Leitungen erhalten. 19k, Wasserleitung, Wasserleitung, Wasserleitung. Also ein paar verschiedene Wasserleitungen haben wir bekommen. Ja, und wie nennt die sich noch gleich? 19E Dampfleitung. Also lauter Dampfleitung und so weiter. Alles für die Schornsteine. So, apropos Schornsteine, da geht's los, ihr Lieben. Da haben wir, ja, wie beim ersten Schornstein gesehen, die Leitungen. So, jetzt müssen wir gucken mal, wie rum. Und zwar so rum. Um der Schornstein rein. Da haben wir hier eine Aussparung, wo die Leitungen lang verlaufen. So, und da geht's dann los. Wir brauchen das da. Das soll hier so zusammen, wie rum ist egal, damit das hier so ein Schornstein-Oberteil ergibt. So, da brauchen wir EP-Schrauben, zwei Stück. Die habe ich vergessen rauszuholen, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir schrauben unseren Schornstein hier fest, wie es die Bauanleitung sagt. So, haben wir erledigt. Dann kommt das Teil hier oben drüber, wie beim letzten Mal. So, das haben wir. Dann Schornstein-Oberteil. Dann kommt hier so der Kranz drauf. Mit der schönen Seite nach oben. Und zwar das da. So. Ach ne, da passt ja nur in eine Richtung. So wie er halt passt, war. Wird einfach hier so drauf geschoben. Der Kranz. So. Der soll dann mit den drei Löchern, da haben wir hier drei Löcher drauf, so zusammengeschoben werden. Haben wir ja alles schon mal gemacht. Dann kommt hier unser Raucherzeuger rein.
dass das Gabel unten drunter rauskommt. Mal schnell eine Pinzette. So, Gabel unten raus. Warte. So, wo ist der Gabel? So, da ist der Gabel. Unseren Stecker brauchen wir. Stecker ist da. Mal rausfummeln hier. So. So, dann der Schornstein hier zusammen, so dass unser Innenteil jetzt hier drin ist und unser Kabelchen rausguckt. So, dann kommt hier das Gitter drauf, wie beim letzten Schornstein, aber wird bestimmt auch noch nicht verklebt, sondern mit ein Stück Kreppband gehalten. Ich frage mich zwar immer noch, warum es zwei Gitter sind, aber ist ja nicht so schlimm. So, platzieren Sie eines der Gitter auf der oberen Verkleidung, kleben Sie das Gitter nicht fest, verwenden Sie stattdessen ein bisschen Klebeband. So, da habe ich vom letzten Mal auf, was ist vom letzten Mal, von der anderen Ausgabe hier noch was liegen. Das mache ich wieder halb hier. Einmal hier ein Stück und einmal hier ein Stück, damit unser Gitter halt hier schön drauf hält. Da seht ihr es. So, und dann kommt das Teil hier, die hintere Dampfleitung, die kommt auf die drei großen Löcher hier vorne hin. Und zwar schwarz nach oben, ist ja klar. Und da kommt die Dampfleitung hier so drauf. So, so, so. So. So, dass wir hier die Dampfleitung an unseren Schornstein haben. So, haben wir. So, das Ganze auch noch an unseren anderen Schornstein, den wir beim letzten Mal schon gebaut haben. Da muss ich noch das Gabel rausführen, sehe ich gerade. Das Gabel steckt hier noch drinnen. So. Aber eigentlich gar nicht so schlimm sein sollte. So, da kommt noch eine Dampfleitung dran. Machen wir gleich hier 1:1. So, das haben wir, das haben wir. So. Dann kommt 15L, eine Plattform. Und zwar diese hier und die Plattform kommt hier hin. Aber auf die andere Seite. Also dahin. Da haben wir ja den Steg und da kommt unsere Plattform hier so drauf. Und da drauf kommt auch so eine. Hüpp. Na, wie sagt man? Oh, hier ist die falsche Dampfleitung genommen. Mal ganz kurz in die Bauanleitung gucken. Weil mich wundert gerade, weil die Dampfleitungen hier haben Löcher und die anderen haben nämlich keine Löcher. Deswegen wundert es mich gerade, welche Dampfleitung wohin gehört. So, dann kommt die Dampfleitung hier wieder dran. Wie vorhin gerade. So, das Ganze zweimal. Da haben wir hier wieder eine Plattform, die kommt dahin. So, die nächste Dampfleitung hier dran. Und zwar so, haben wir erledigt. Dann kommen hier die Leitern noch dran. Mal gucken, einmal so. Ich das Ganze auseinander hier, schade. Bestimmt noch festkleben dann. So, so. Nee, nee. Das ist wieder eine schöne Fummelarbeit hier. Steht hier auch was mit Kleben? Witz. Nee. Nee. So, Plattform nochmal. So, dann die Leitungen hier nochmal. Dass sie diesmal hält.
So, und dann die Leiter. So. Die Leiter. Rechts und links. Und auch was kaputt zu machen. Wenn er an der Leiter noch hier und da mal gerade dran ist, dann, oh ja, aber gut, es geht. Muss er bloß richtig reinstecken, wie ich gerade gesehen habe, weil die macht dann nämlich, die geht doch ein Stückchen weiter rein, als ich gedacht habe. Aber hier müsst ihr natürlich ganz vorsichtig sein, nicht, dass euch da irgendwas abbricht. So, die Leiter noch hier oben reingesteckt. So. So. So, damit das Ganze dann so aussieht mit der Leitung und der Leiter. Und ja, damit das Ganze dann schön fest ist. So, ich glaube, das Ganze mache ich dann bei dem zweiten separat. Das ist jetzt kein Problem. So, jetzt haben wir noch die Leitungen. So, da haben wir hier 4 Stück. Oder ein paar mehr. So, und da. Die kommen, und zwar hier sind da 2 Löcher, 2 Aussprachen dafür. Da soll eine rein, die so ein bisschen geknickt ist. Ist ja bloß die hier. Die kommt hier rein, so dass die ein bisschen nach hinten zeigt. Da könnt ihr es vielleicht ein bisschen sehen. Ja, so, das haben wir. Einmal umblättern. Das haben wir. Also ist bloß die eine. Okay, dann bloß die eine. Und dann hier, wo unsere Rettungsboote drauf sind, da kommen ein paar mehr rein. Und zwar hier vorne kommt das hier rein. Das muss nach hier zeigen. Hier rein. Ne. So, richtig rein, und das wieder nach hinten zeigt. So, dann haben wir das gute Stück. Das soll hier rein. Oder? Ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Oder das? Ja, das kommt auf die Rückseite. Also doch das hier. Ich zeige euch gleich mal, wie es aussieht. Weil da gibt es nur. Da gibt es nicht viele. So, kommt dann hier rein. So, dann haben wir hinten noch welche. Da kommt das hier rein. So, dann haben wir noch eins. Und das kommt hier so rein. Müsst ihr, wie gesagt, schön vorsichtig sein, weil die brechen gern ab, aber die müssen auch alle schräg nach hinten zeigen. Was haben wir hier noch? Das bleibt übrig. Ah ne, das kommt glaube ich noch an den Schornstein. Ja, die Schornsteine mache ich jetzt schnell fertig und melde mich gleich zurück. So, meine Lieben, das nächste Paket ist abgeschlossen mit den Bauphasen 16 bis 19. 16, 17, 18, 19. Genau. So, wir haben es wieder mal geschafft. Und ja, wie ihr seht, es nimmt doch so langsam alles schön richtig Gestalt an. Und wie ihr seht, unsere Schornsteine haben vorne und hinten jeweils ein bisschen an Details gewonnen. Der vordere ein bisschen mehr, der hintere denke ich mal dann demnächst. Jedenfalls sind vorne die Leitern dran gekommen. Und was ich noch sagen muss zu meiner Verteidigung, die 19E Dampf Pfeife mit Leitung hatte ich vorhin nicht erwähnt, wo ich gesagt habe, hey, bleiben die übrig. Nein, habe ich jetzt gesehen, als ich die Schornsteine gemacht habe, die kommen hinter die Treppe noch. Ja, sieht man ein bisschen schlecht, jedenfalls kommen die mit dahinter.
da hinten dran. Ja, die habe ich noch verbaut und habe es mal provisorisch, so wie es dann später mal sein wird, mal hier zusammengesteckt. Und ja, es nimmt doch schon Gestalt an. So, das haben wir gemacht. Und dann ging es ja noch an unserem Rumpf weiter, wie ihr seht. Da oben das nächste, der Backbord-Rumpfabschnitt ist auch mit dazu gekommen. Also unsere Titanic gewinnt schon an Länge, ihr Lieben. So, das soll es für heute aber erstmal von uns gewesen sein. Schauen wir mal, gibt es hier eine Vorschau auf Ausgabe Nummer 20. Ja, die gibt es. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir bekommen Verbindungsgabel, LEDs mit Platine, hölzerne Decksbelag und Lüfter und Lüftungsgitter. So sieht das Ganze dann aus in Ausgabe 20, ihr Lieben. So, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir begrüßen alle, die durch die Titanic vielleicht neu dazugekommen sind. Ja, bleibt gerne dabei. Schaut so, was wir so auf dem Kanal so schönes treiben. Schaut gerne wieder rein. Bleibt gesund, bleibt uns treu und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, mit Ausgabe 20 unserer Titanic von Hachette Collections.